Herzlich willkommen bei der fünften Folge von Evolution Freeset. Heute am Mittwoch, den 16. Februar 2022. Es begrüßt euch alle wiederum ganz, ganz herzlich Franz Josef aus Graz. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitdenken und danke für neues Handeln. Heute wollen wir uns mit einem Teil der Menschheitsgeschichte beschäftigen, nämlich mit einer sehr alten Geschichte aus dem indischen Raum, dem vedischen Staat. Warum? Weil dieser vedische Staat ein anderes Gesellschaftsmodell ist als das heutige, in dem wir leben. Und das heutige Gesellschaftsmodell ist folgendermaßen aufgebaut, dass es hier diesen Zentralbankenkult gibt, der mit Geld die Welt regiert, und über eine militärisch geplante Aktion die PR-Agenturen für die Massenhypnose einsetzt, unter der Zuhilfenahme der großen Medien, die auch diesem Hochfinanzkult gehören, und den gekauften Wissenschaftlern, die dann die Experten stellen, und dann werden die Politiker gekauft, um auf aufgrund des Ratschlages dieser gekauften Experten wiederum im Korruptionssystem Gesetze zu machen, die jenen 1100 Megakonzernen zu mehr Profit verhelfen, die im World Economic Forum beisammen sind, so kurz zusammengefasst. Und jetzt sind wir im Augenblick in einer Situation, wo dieses Freisetzen von diesem digital totalitaristischen System über Demonstrationen, Petitionen, verschiedene Rechtsmittel, die sehr erfolgreich einzusetzen sind gegen diese absolut unaussprechlichen Verordnungen, das ist also jetzt im Augenblick sehr viel Widerstand auf den Straßen und im rechtlichen Bereich zu merken. Aber der Widerstand alleine nutzt nicht unbedingt, weil wir brauchen auch ein positives Zielbild. Und während das geplante, von diesem Hochfinanzkult geplante Zielbild eben eine Durchsetzung dieser neuen Weltordnung über Korruption der Politiker angedacht ist, kann man ja dem mal was entgegensetzen, und das wäre ein freiheitlicher Staat, in dem Grundrechte gelten und der aber in sich wiederum eine gewisse Struktur hat, die möglichst allgemein verständlich sein soll. Denn die heutige Staatsstruktur der Zweiten Republik, ich bin nicht mehr in der Lage, die 1200 Paragraphen des Einkommensteuergesetzes so parat zu haben, um mich im Steuerrecht einigermaßen auszukennen. Gut, und da wollen wir eben jetzt mal einen Blick in die Geschichte machen. Man sagt immer, wir sollen aus der Geschichte lernen, aber es gibt ja nicht nur negative Beispiele, wie man aus der Geschichte lernen kann, es gibt auch positive Beispiele. Und eines davon ist die vedische Kultur. Wir sehen hier einen der Tempel, die vor 3.000 oder 5.000 Jahren errichtet worden sind. Das ist nicht nichts vom technischen Verständnis her. Das ist also eine Gesellschaft gewesen,
die hat schon hohe Fertigkeiten gehabt. Und auf der anderen Seite hat Franz Leopold jetzt eine Serie über den natürlichen Jahreskalender begonnen. Und im heutigen Tag sind hier zwei Begriffe drinnen, nämlich der Chef und der Tag der Ideen. Müssen ja keine neuen Ideen sein. Können auch Ideen sein, die schon einmal funktioniert haben. Und dann ist der Begriff der Gelehrten drinnen. So, wie passt das jetzt zusammen? Diese vedische Kultur hatte Könige. Und der König oder Rajan des vedischen Zeitalters war kein Autokrat. Er regierte nach den Gesetzen und Gebräuchen des Landes, nach den religiösen Überzeugungen und mit dem Rat der Seher, Weisen und Ältesten. Und die Seher, Weisen, vor allem die Weisen und die Ältesten, die kann man jetzt durchaus als Gelehrte bezeichnen. Es gab damals sogar eine Art Volksversammlung namens Samiti, um Meinungen zu den Angelegenheiten des Staates abzugeben. Das würde jetzt im Augenblick den Petitionen entsprechen, Parlamentspetitionen und was wir da alles haben. Aber wir müssen das weiterentwickeln, dass wir zu einer wirklichen Volksversammlung kommen, die hörbare und zu berücksichtigende Meinungen zu den Angelegenheiten des Staates abgeben. Es gab auch die Sabha oder den Rat der Ältesten, die weisen Männer enthielten, um die Regierung zu beraten. Die Monarchie, die Alleinherrschaft, war somit begrenzt. Im Großen und Ganzen waren die vedischen politischen Organisationen solide und stabil. Der Staat ruhte auf den Grundsätzen, und das ist jetzt wirklich wichtig, auf welchen Grundsätzen ein Staat beruht, auf den Grundsätzen von Ethik, Moral, Tugend und Volkswillen. Im Großen und Ganzen waren die vedischen politischen Organisationen solide und stabil. Aber nicht nur das. Aus der vedischen Zeit ist das Medizinsystem bekannt, als Ayurveda. Jetzt haben auch schon viele bei uns davon gehört. Und ich möchte auf Doku von Arte hinweisen. Der Link ist in den Sendungsunterlagen, die wiederum sind unter dem Video, auf eine Arte-Sendung hinweisen, erstaunliche Heilkräfte. Indiens erstaunliche Medizin, die kommt aus dieser Zeit der Veden, das Ayurveda. Und diese erstaunliche Medizin heißt Yoga, wird in Indien schon seit 5000 Jahren praktiziert, doch unter der britischen Kolonialherrschaft geriet das Wissen um die medizinischen Heilkräfte von Yoga nahezu in Vergessenheit. So, und jetzt können wir das uns ein bisschen anschauen, wie diese Gesellschaft organisiert war. Und da gab es die Brahmanen, die Lehrer und Priester. Das wären im Grunde genommen die Gelehrten jetzt da. Dann gab es die Kshatriyas, das waren im Grunde die Verwalter. Also das, was wir heute als Regierung haben, mit den Ministerien und so weiter. Dann gab es die Vaisya,
die Bauern, Kaufleute und Bankiers. Das wäre eigentlich die Wirtschaft. Und dann gäbe es die Sutras, die Handwerker und Arbeiter. Das wären eben die Arbeiter und Angestellten. Für die Berufsausbildung bestand völlige Freiheit und Mobilität. Und Berufe haben noch keinen erblichen Charakter in der Gesellschaft angenommen. Das ist wichtig zum Verstehen, das noch, weil das hat sich dann geändert, wie die vedische Gesellschaft zur brahmanischen Gesellschaft in Indien geworden ist, wurde der Lehrer und Priester zu einem Erbrecht. Das war ja vorher nicht. Dann, waren die organisiert? Die Familie war die kleinste Einheit der Gesellschaft, monogam und patriarchalisch, also vom Mann geführt. Keine Kinder heiraten, Eheschließung frei wählbar, in der römischen Zeit war es der Kaiser Konstantin, der den Sklaven, damit sie zum Militär kommen, wenn sie 25 Jahre gedient haben, die Freiheit versprochen haben. Und zu dieser Sklavenfreiheit gehörte dann auch, dass die Eheschließung frei wählbar war. Vorher hat der Sklavenhalter beschlossen, aus dem Zuchtgedanken heraus, mit welche weiblichen und männlichen Sklaven er für bessere Dienerqualitäten miteinander verheiraten soll, damit die für ihn die Nachkommen erzeugen. Die Frau war die Partnerin des Mannes in allen religiösen Gesellschaften, Bereichen. Das Eigentumsrecht war an beweglichen Dingen wie Viehpferd, Goldschmuck bekannt und so auch an unbeweglichen Vermögen wie Land und Haus. So, und das ist jetzt ein krasser Unterschied zur Reset-Gesellschaft, die ja sagen, du wirst nichts mehr besitzen. Das heißt, das World Economic Forum hat die erste Doktrin vom kommunistischen Manifest von Karl Marx verwirklicht, das besagt Abschaffung des Privateigentums. You will own nothing. Und in der vedischen Gesellschaft war dieses Eigentum rechtmäßig eben gesichert. Die Ausbildung ist auch ganz interessant. Dem Lehrer wurde großer Respekt entgegengebracht. Schauen wir mal heute in die Schulen rein, wie das dort ist. Die Schule befand sich im Haus des Lehrers. Das ist so ein Art Home-Unterricht. Ich glaube, das macht wirklich Sinn. Und was lehrte der Lehrer? Die jeweiligen heiligen Texte. Und die Texte wurden in erster Linie von Schülern gelernt, die von ihrem Lehrer gelehrten Wörter wiederholten. Und dann haben wir den Gelehrten drinnen. Großer Wert wurde auf Artikulation und Aussprache gelegt. Mündliches Lernen war die Methode des Trainings. Das ist ganz, ganz wichtig, denn das mündliche Lernen, wenn der Schüler mit dem Lehrer zusammensitzt, direkt in einem direkten Kontakt, dann findet ein anderer Energieaustausch statt, wo der Schüler einen viel besseren direkten Zugriff auf das Wissensfeld des Lehrers hat, als wenn er nur einen Text liest oder halt sonst irgendwie das sich zu Gemüte führt. Ja, und das ist jetzt interessant, die Schüler erhielten ein intensives Training und lernten die riesige Masse an der vedischen Literatur
auswendig zu lernen und zu bewahren. Das Auswendiglernen als Geistestraining war damals der Standard. Das ist heute vollkommen abhanden gekommen. Ich höre das immer wieder von Schülergenerationen: Bitte, wozu soll ich irgendwas lernen? Ich kann ja bei Google nachschauen. Ja, und dann haben sie sich ja mit dem Thema Essen und Trinken beschäftigt. Das sollten wir als Gesellschaft in Transformation auch machen. Wo führt denn der Reset hin? Das Kunstfleisch von Bill Gates? Es gibt ein paar von diesen aufgeblasenen Forschungs-Zombie-Unternehmen, die versuchen jetzt irgendwelche Bakterien zu züchten und alles Mögliche, was wir dann irgendwie essen sollen. Das ist im Grunde genommen nicht zum Hinnehmen. Die alten Inder haben da Milch, war eine wichtige Geschichte für sie. Gut, das haben wir auch. Fleisch haben sie auch irgendwie gehabt. Das gezüchtete Fleisch von Schafen und Ziegen, das haben sie in erster Linie bei zeremoniellen Anlässen gegessen. Die Kuh ist heilig und dürfte nicht getötet werden. Alkoholische Getränke waren verfügbar, obwohl ihr Konsum verurteilt wurde. Und auch für die Wirtschaft haben sie Regelungen gehabt. Landwirtschaft, Viehzucht sowie Handel und Gewerbe waren die wichtigsten wirtschaftlichen Aktivitäten. So, überlegen wir das ein bisschen. Wir brauchen ja bitte was zum Essen, gell? Wir brauchen zum Essen, wir brauchen was zum Anziehen, wir brauchen was zum Wohnen, wir brauchen was für die Gesundheit und wir brauchen was für die Bildung. Und mit dem Essen fängt es halt schon nochmal an. Und das war damals abgesichert. Wir haben das in Österreich auch abgesichert. Wir haben eine super Landwirtschaft. Wenn wir uns von der EU-Diktatur befreit haben, dann werden die ganzen stillgelegten Flächen wieder angebaut und wir sind exportfähig. In der Viehzucht, im Obstbau, in der Weinerzeugung, in vielen ausgezeichneten Produkten der Landwirtschaft und deren Weiterverarbeitung. Wirklich exportfähig. Dann, die Menschen hatten Haustiere wie Kühe, Schafe, Ziegen, Esel, Hunde, Büffel und so weiter. Das wäre die Kleinlandwirtschaft. Im familiären Bereich sind zumindest heute Hühner bereits schwer am Kommen. So, und jetzt kommen wir, wenn wir gegessen haben, zu den Artikeln des täglichen Bedarfs, die notwendig sind, und die wurden eben von Töpfern, Webern, Zimmerei, Metallverarbeitung, Lederverarbeitung und so weiter zur Verfügung gestellt. Und da muss man unterscheiden zwischen den Produzenten, die das produziert haben, und den Händlern. Und die Händler waren in dieser vedischen Zeit bekannt. So, wie haben die ihre Waren ausgetauscht? Das war in erster Linie eine Barter-Ökonomie. Ich habe das, du hast das und wir tauschen das miteinander, obwohl es auch Nachweise gibt, dass Geld bereits verwendet wurde, was im Grunde genommen kein Problem ist, wenn es den Zweck des Zahlungsmittels erfüllt und nicht den zentral
Banken-Zweck der Vollsteuerung und Kontrolle. Gut, fassen wir zusammen. Jetzt nach dem natürlichen Jahreskalender sind wir da heute am Tag 1. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ist ein Tag der Ideen. Was den Chef anbelangt, in einem Staat, in der vedischen Gesellschaft, ein König, aber den Ältestenrat, den Weisenrat, die Gelehrten an seiner Seite direkt und eine Volksabstimmung dahinter, das ist als Idee für eine freie Gesellschaft schon mal nicht schlecht. Und die Gelehrten spielen darin natürlich eine gewisse Rolle. So, jetzt sind wir am Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Die Verbreitung dieser Informationen liegt bei uns, das heißt in dem Fall jetzt bei euch. Der Widerstand ist am Laufen. Die Energie, die hier jetzt gerade aufeinander prallt, ist gefährlich. Die Energie können wir herausnehmen, indem wir ein klares Zukunftskonzept aufstellen, das für den Großteil der Bevölkerung akzeptabel und einsichtig und verständlich ist. Und darum geht es in dieser Sendereihe Evolution, Free Step und Free Set. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, die Aufmerksamkeit, das Mitdenken und das neue Handeln. Und wie immer wünsche ich uns allen bis zum nächsten Mal viel Glück.